Auf der Welt waren sicher die allermeisten unserer TV-Zuseher, als es am 8.8.2013 den absoluten Hitzerekord für Österreich gegeben hat. 40,5 Grad Celsius wurden in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha gemessen und dieser Rekord, der hat auch bis heute noch Bestand. Zumindest jetzt, die nächsten Tage, ist dieser Rekord noch nicht gefährdet, allerdings könnte es schon im Juli so weit sein, denn es wird immer heißer. Auch am heutigen Tage, da hat es in Wien über 34 Grad und auch die vergangene Woche war ja schon eher heiß, auch wenn es ein bisschen kühler war. Nun ist es eben in ganz Österreich extrem heiß. Erst am Abend hin sollte es eine Abkühlung geben, im Westen schon etwas früher in den späten Nachmittagsstunden und auch am Freitag wird es etwas kühler wahrscheinlich, während es dann am Wochenende wieder um einiges heißer wird und zwar bis tief in die nächste Woche hinein. Freuen werden sich auf jeden Fall die Bäderchefs weiterhin, da hat ja auch schon der Sprecher Martin Kutinski gesagt, dass sie kurz vor der 1 Million sind. Inzwischen dürfte diese Besucherzahl wohl schon erreicht sein für diesen Sommer, denn kurz zur Erinnerung, im Juni, da war es ja der 4. heißeste Juni der gesamten Messgeschichte in Österreich. Der Juli, der geht eben auch, wie erwartet, extrem heiß weiter. Für den August sind Prognosen natürlich noch sehr früh. Allerdings kann man jetzt schon sagen, dass er auch extrem heiß wird. Vielleicht wird es sogar einer der heißesten Sommer in der Geschichte. Der bisherige Rekordsommer, der hat ja im Jahre 2019 stattgefunden. Also wie es konkret jetzt weitergeht, das weiß man selbstverständlich noch nicht. Die jetzigen Prognosen, die sagen eben, dass es sehr, sehr heiß wird. Und auch die Langzeitprognosen, die sagen auf jeden Fall, dass Temperaturen um die 40 Grad in der Zukunft nicht mehr die absolute Ausnahme sein werden, sondern auf jeden Fall an Sommertagen die absolute Regel.